Hallo und herzlich willkommen zu Deep and Fresh und wir sind in dieser Serie Bring den Himmel auf die Erde und hier sind wir bei Teil 3. Und mich erreichte ein wunderschöner Brief und eine Dame aus Norddeutschland erzählte folgende Geschichte. Vor 3 Jahren wurden 5 Knoten in meinem Hals gefunden und obwohl die Onkologen und auch der Professor von HNO bereiteten mich auf einen Morbus Hodgkin vor. Ich habe gebetet und geglaubt und gebetet. Die Ärzte machten mir nur wenig Hoffnung. Und am Tag des pathologischen Befundes stellte sich dann heraus, dass es sich um eitrige Zysten und was für Zeug auch immer handelte. Danke, Jesus. Sie können sich gar nicht vorstellen, oder vielleicht können Sie es doch, wie wunderbar es ist, wenn diese Todesängste von einem abfallen und alles nur feindliches Tamtam war. Die Wunde am Hals allerdings wollte 1 Jahr lang nicht heilen, bis ich eines Morgens in mir die innere Stimme hörte, wasche die Hände und taste die Wunde ab. Und tatsächlich, ich holte ein Stück Faden heraus und danach heilte die Wunde in ein paar Tagen zu. Danke, Heiliger Geist. Und ich war mega ermutigt und dachte, das würde ich gerne mit euch, mit Ihnen teilen. Es geht in dieser Serie Hol den Himmel auf die Erde darum, wie wir beten in Vollmacht und wie wir durch Gebet den Willen Gottes, der im Himmel schon längst beschlossen ist, hier auf die Erde bringen. Und heute geht es mir ganz stark darum, wie war das Geheimnis des Erfolges von Jesus? Und wer das ein bisschen genauer in der Bibel anschaut, stellt fest, Jesus war ein Beter. Nach 3 Jahren engster Gemeinschaft fragen ihn seine Jünger eines Tages, Herr, lehre uns, und jetzt kannst du für dich mal überlegen, was würdest du einsetzen? Herr, lehre uns Wunder tun, Herr, lehre uns Kranke zu heilen, Herr, lehre uns über die Endzeit. Nein, was genau fragen ihn die Jünger in Lukas 11, Vers 1, Herr, lehre uns, wie man betet. Ich habe darüber nachgedacht, die waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Scheinbar haben sie die Art, wie Jesus betet, nie wirklich mitbekommen. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, Jesus hat wahrscheinlich alleine gebetet. In Matthäus 6, Vers 6 weist er seine Jünger an und sagt, Leute, wenn ihr betet, dann geht in ein stilles Kämmerlein. Damals für eine jüdische Familie war der einzige Ort, wo man Ruhe hatte, der Vorratsraum, die Vorratskammer. Das, was Jesus sagt, ist, wenn ihr wirklich auf Gott hören wollt, dann braucht ihr Ruhe, dann braucht ihr Stille, dann braucht ihr die Möglichkeit, euch zu konzentrieren. Und dazu müsst ihr euch einen ruhigen Ort suchen. Und Jesus hat das ganz offensichtlich so praktiziert. So lesen wir das auf jeden Fall in mehreren Stellen. In Lukas 6, Vers 12, in Matthäus 14, Vers 23. Jesus betete jeden Morgen. Wir haben eine Stelle in Markus 1, Vers 35, dort heißt es, und am Morgen, noch vor dem Tagesanbruch, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Bibelausleger sagen, dass Jesus im Schnitt 4 bis 5 Stunden am Tag gebetet haben muss. Und die Frage ist doch, Jesus, warum hast du so lange gebetet? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Jesus früh am Morgen sich beim Vater die sogenannte To-Do-Liste für den Tag abholte. Jesus wollte wissen, was ist zu tun. Und deshalb, wenn man das Leben von Jesus anschaut, haben wir ja ganz, ganz wenige wirklich lange Gebete von ihm. Sondern wenn Menschen mit Not zu ihm kamen, hat er in der Regel zur Situation gesprochen oder zur dämonischen Belastung gesprochen oder der Krankheit Befehle erteilt, aber lange Gebete hat Jesus nie gebetet. Und ich glaube, dass es daran lag, Jesus wusste, was der Vater heute tun wollte und weil er das im Gebet herausgehört hatte, konnte er in kurzen Befehlen sagen, was zu passieren hatte. Und hier, glaube ich, liegt der Schlüssel. Menschen sagen zu mir, wissen Sie, beten kann doch jeder. Wir beten einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja, so kannst du beten. Aber wirkliches Gebet basiert darauf, dass wir zuerst gehört haben, was Gott will.
Und wenn wir das gehört haben, dann können wir auf der Erde das auch umsetzen. So, Gebet hat ganz viel damit zu tun, dass du zuerst hörst, Gott, was ist auf deiner Agenda, was ist auf deinem Zettel, was möchtest du heute getan haben? Martin Luther hat das erkannt und er hat gesagt, Christen verbringen Stunden mit der Arbeit und nur Minuten mit dem Gebet. Deshalb brauchen sie Stunden beim Dämonen austreiben, während Jesus dafür nur Sekunden benötigte. Könnte das sein, dass wir so diesem Ehrglauben hinterherlaufen, je mehr wir arbeiten, desto mehr Arbeit werden wir schaffen? Und dass das im Geistlichen überhaupt nicht stimmt, sondern dass es hier eigentlich darum geht, viel zu hören und dann im Gehorsam umzusetzen, was Gott vorbereitet hat für uns. Meine erste Frage am Tag lautet mittlerweile immer, Gott, was ist heute auf deinem Zettel? Denn mir ist dieser Bibelvers klar geworden, wo es heißt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So, wenn Gott diesen Tag gemacht hat, dann weiß er doch, was kommt, oder nicht? Und wenn ich mir die Mühe gebe, rauszuhören und rauszubekommen, was hat Gott auf dem Zettel, dann ist mein Tag sehr geordnet, dann bin ich sehr effektiv in dem, was ich tue, dann mache ich keine Fehler, sondern dann kann ich genau das umsetzen, was Gott von mir will. Simples Beispiel, das möchte ich aus der Bibel einfach mal mit euch anschauen, das finden wir in Johannes 5. Dort die ersten 9 Verse beschreibt die Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda. Jesus geht auf einen Menschen zu, der da schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte liegt. Der selber weder Glauben noch Initiative hat, aber Jesus geht hin und heilt ihn. Der Mann rollt daraufhin seine Matte zusammen und geht. Und die für uns bestechende Frage ist doch, Jesus, wieso genau den und warum keinen anderen? Und wieso wusstest du das und warum konntest du da so mutig auftreten? Und die Antworten sind alle in diesem einen Satz enthalten, den wir finden. Vers 16 und 17, da sagt Jesus, mein Vater arbeitet oder wirkt an diesem Tag und ich wirke auch. So, das, was Jesus damit eigentlich ausdrückt, ist, ich war heute Morgen im Gebet bei meinem Vater und der hat mir gezeigt, was ich tun soll. Und er hat mir auch von diesem Mann berichtet, den ich am Teich Bethesda finden werde. Und hat mir gezeigt, welche Krankheit er hatte. Und als ich dann diesen Mann gesehen habe, dann habe ich genau das getan, was der Vater mir vorher gesagt hat. Und siehe da, das Ergebnis ist bestechend. Hey, wie oft, lass mich das mal so ausdrücken, hühnern wir rum, weil wir keine Ahnung haben, was wir eigentlich tun sollen. Und das liegt einfach darin, weil wir uns nicht die Zeit genommen haben, wirklich auf Gottes Anweisung, auf Gottes Stimme, auf Gottes Wegweisung zu hören. Und ich glaube, wir würden uns so viel Leid, so viel Enttäuschung, aber auch so viel Zeit sparen. Deshalb bring heute in Erfahrung, was will Gott? Und dann sei Teil der Umsetzung. In Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus das und sagt, Leute, lass uns doch in den guten Werken wandeln, die Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und das ist entspannendes Christsein. Ich mache nicht irgendwas, ich bin nicht in einem krankhaften Aktionismus, ich bin aber auch genauso wenig in einer lebenden Passivität, sondern ich höre und entdecke, was will der Vater. In Vers 19 und 20 im selben Kapitel sagt Jesus dann nochmal, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, nur was er den Vater tun sieht. Und dann Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was zu tun ist. So, wenn Jesus das nötig hatte und wir durch Jesus auch Kinder Gottes werden, haben wir dasselbe nötig und wir haben denselben großartigen Vater, der uns genauso zeigen will, was dran ist. Und das gefällt mir. So wie Jesus möchte auch uns der Vater seine Gedanken und Pläne mitteilen. Jesus sah das. Und die Frage ist ja immer, Jesus, wie hast du das gemacht? Was genau hast du gesehen? Und ich entdecke das, dass Gott Geist ist, so sagt es die Bibel. Und dass er unserem Geist das mitteilt. Und die Mitteilungsebene, wie er das macht, ist über unsere Gedanken. Wir bekommen Impulse. Der Puls ist der Herzrhythmus und wir sollen den Herzrhythmus Gottes erleben. Wir sollen diese Gedankenimpulse, diese Bilder, diese
von Gott geschenkten Eindrücke bekommen, die plötzlich in unseren Gedanken, in unserem Geist auftauchen, von Gott sind, das kann man daran erkennen, dass sie immer den Charakter Gottes tragen, hilfreich sind, liebevoll sind, ermutigend sind, Führung geben, Richtung geben. Alles das hat immer diese Handschrift Gottes. Und wenn wir diesen Gedanken bekommen, dann sollen wir ihn im Gehorsam umsetzen. Die Gefahr, die immer daran besteht, ist, in dem Augenblick, wo Gott zu uns spricht, uns diesen Impuls gibt, kommt der Feind und gibt uns sogenannte negative Überlegungen. Ja, alleine das Wort ist schon spannend, da wird etwas über uns gelegt. Über diesen Grundsatzimpuls Gottes wird irgendwas Negatives, irgendwas Angstmachendes, irgendwas Zweifelndes drüber gelegt. Oder so negative innere Überzeugungen. Ja, das sind so Zeugen, die in uns auftauchen und dann die über irgendwas sprechen. Unsere Ängste, unsere Negativerfahrungen, was auch immer. Aber sie hindern uns am Ende genau diesem Wort Gottes, diesem Eindruck, diesem Impuls Gottes nachzugehen. Deshalb, wenn du gebetet hast, dann sei bereit, dich in Bewegung zu setzen. Ich war als junger Christ auf einer Konferenz und dort war ein Missionar und er erzählte, was Gott alles so macht und wie er von Gott gelenkt und geleitet wurde. Und ich dachte, hey, das will ich auch. Und als der Gottesdienst zu Ende war, habe ich mich angestellt und wollte von ihm so einen besonderen Segen, um auch die Stimme Gottes zu hören. Und er schaute mich an und sagte, jo Mann, ich bete nicht für dich, weil du hörst schon die Stimme Gottes. Nur was du lernen musst, ist gehorsam zu sein, wenn Gott zu dir redet. Und ich dachte, wow, ja, das stimmt. Wenn du betest, wenn du um Führung Gottes bittest und dann der Heilige Geist dir Impulse gibt, dann musst du einfach tun. Du musst sie umsetzen. Also, ganz simpel, du betest und sagst, Gott, ich möchte konkrete Anweisungen und ich will gehorsam sein. Und dann erlebst du Folgendes, wie ich das auch oft erlebe. Ich sitze in meinem Büro, ich bete für meine Kirche, ich bete für Menschen, die mir auf dem Herzen liegen. Und plötzlich kommt ein Gedanke, ruf den und den an. Oder der hat Not, schick ihm irgendwas. Oder schreib eine Mail. Oder geh da und dahin. Oder nimm Geld und investier es da und da. Und in dem Augenblick, wo ich gehorsam bin, erlebe ich regelmäßig, dass Menschen antworten und sagen, wow, zur richtigen Zeit, die richtige Sache, es ist großartig. Und das ist, was Gott möchte, dass du in den vorbereiteten Werken gehst und wie Jesus das tust. Dann vermeidest du Fehler, dann vermeidest du Enttäuschungen, dann vermeidest du es, Dinge fünfmal machen zu müssen und sie sind am Ende immer noch nicht richtig. Ja, Johannes 17, 21 bis 22, da sagt Jesus, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben. Das, was Jesus sagt, ist, hey, diese Beziehung, Vater, die wir beide pflegen, so möchte ich, dass du sie auch mit meinen Jüngern pflegst und dann soll das Göttliche, das Übernatürliche, das Herrliche auch in ihrem Leben sichtbar sein. Großartig. Wie hat Jesus also jetzt seine Jünger gelehrt? Auf diese Frage, Herr, lehre uns beten. Und Jesus gibt ihnen das sogenannte Mustergebet, das Vater unser. Unser Vater im Himmel, so heißt es in dem Text, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser tägliches Brot für den Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Also unser. In diesem Gebet geht es nicht in erster Linie um ich, mir, meiner, mich, die heiligen vier, sondern es geht um die anderen. Es geht um andere Menschen, aber es geht auch darum zu sagen, Gott, ich will dein Willen tun. Es geht gar nicht in diesem Gebet um ich und mich und mein egoistisches Wollen und Wünschen, sondern es geht darum, dass ich mich frage, was brauchen die anderen? Was braucht diese Welt? Gott, warum soll ich in diesen Tag hinein leben? Was ist der Auftrag? Und dann natürlich unser Vater. Es geht um eine Beziehung. Gebet hat immer eine Herzensbeziehung als Grundlage. Wenn du betest, nicht weil du deinen Wunschzettel runterleierst, sondern weil du dem Vater begegnen willst und der Vater dich lieb hat und dir gerne sein Herz mitteilt. Unser Vater im Himmel. So, das, was wir uns klar machen, ist, Gebet holt die Kraft des Himmels auf die Erde. Gebet holt das Übernatürliche ins Natürliche.
Und dann ist die erste Geschichte, heißt es, Vater, geehrt werde dein Name. Worum geht's? Es geht Gott um deine Ehre, um deine Größe, um das Lob, das dich noch schöner, noch begehrenswerter in dieser Welt machen soll. Ich will Gott ehren und ich ehre ihn mit Gehorsam, ich ehre ihn mit Anbetung, ich ehre ihn mit meinen Gaben, ich ehre ihn, indem ich für ihn und für andere Menschen alles einsetze, was er mir geschenkt hat. Das macht mein Vater im Himmel groß. Und dann heißt es weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Merkt ihr, dieses Beten von Gott her, das hat diese egoistische Komponente total verloren. Sondern es geht um dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. So Gott, es geht uns darum, dass deine Pläne, dass deine guten Gedanken eine Umsetzung finden. Ja Gott, deine To-Do-Liste, das, was du heute an Wundern tun möchtest auf der Erde, das soll durch uns freigesetzt werden. Und das gefällt mir, ja, dein Wille geschehe. Und Gottes Wille ist, dass die Menschen gerettet werden. Gottes Wille ist, dass Menschen gesund werden. Gottes Wille ist, dass das Evangelium läuft. Gottes Wille ist, dass die Familie glücklich wird. Es geht darum, dass andere Menschen durch die Art, wie wir mit Gott kommunizieren, Gottes Herrlichkeit erleben. Das ist, was Jesus gemacht hat. Deswegen, er zog umher, predigte und heilte, setzte Menschen frei. Das ist unser Auftrag jeden Tag, wenn wir unterwegs sind. Trachte zuerst, wonach? Nach dem Willen, nach dem Reich, nach den Herzensanliegen Gottes. So heißt es in Matthäus 6, Vers 33. Und dann beten wir, gib uns unser täglich Brot. Da steht nicht, gib mir mein tägliches Brot, sondern uns, Gott. Mir geht es darum, dass es den anderen wohlergeht, dass den anderen das Gute Gottes zufließt und wir miteinander satt werden. Tägliches Brot ist das Symbol für Versorgung aller Art, aller lebenswichtigen Bedürfnisse. Und dann geht es weiter und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Wir merken, Schuld hat immer was mit einander zu tun, nicht mit nur ich bin derjenige, der hier in irgendeiner Form betroffen ist, sondern ich merke, ich bin Täter und Opfer gleichzeitig und ich brauche Vergebung, ich brauche diese Reinigung der Beziehung zum Nächsten, damit auch ich in der Beziehung zu Gott eine offene Segensebene schaffen kann, auf dem Gott mir seine Verheißung geben kann. Ja, und Gott kann uns nicht dienen, wenn wir ein bitteres Herz haben. Gott kann uns nicht dienen, wenn wir Hass gegen irgendwen behalten. Sondern erhörliches Gebet braucht Glauben und braucht Liebe und nicht Hass und Unversöhnlichkeit. Und dann dieser Endteil, führe uns nicht in Versuchung. Also ich bete darum, dass Gott mir Weisheit gibt, damit ich gar nicht erst falsche Entscheidungen treffe. Ich bete Gott um Weisheit, um Führung, um die richtigen Schritte. Ich sage zu Gott, Gott bewahr mich vor falschen Entscheidungen, mach mich sensibel, dass ich nicht auf falsche Ratgeber höre. Hilf mir, dass ich meinen Umgang gut wähle, damit ich mich nicht um Kopf und Kragen bringe, einfach weil ich mit den falschen Leuten zu tun habe. Jesus lehrt seine Jünger und sagt, Leute, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. So, Herr, wenn ich das bete, mach mich sensibel, um deine Stimme zu hören und auch diesen Geist der Unterscheidung zu haben. Ich will auch bewusst mich nicht verunreinigen, sondern ich will diese Waffenrüstung anziehen, von der in Epheser 6 die Rede ist, wo ich Jesus mit all seiner Erlösungswahrheit anziehen darf. Am Ende bete ich dann, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dein ist das Reich. Gott, es geht um deine Ehre, es geht um die Verkündigung deiner Größe. Es geht darum, dass deine Gedanken Umsetzung finden durch mich. So, je größer ich Gott mache, je mehr ich seine Taten rühme, und jetzt kommt das Großartige, desto selbstverständlicher beginnt Gott, alle meine Bedürfnisse zu stellen. Je weniger ich sie in den Vordergrund stelle, je mehr ich andere Menschen und Gottes Reich in den Fokus lenke, desto mehr beginnt Gott, meine Bedürfnisse in Angriff zu nehmen und sie zu stellen. Verstehst du den Ansatz? Je mehr du merkst, dieser großartige Vater hat die besten Gedanken und ich investiere mich in seine Ideen, ich investiere mich in sein Reich, in seine Gemeinde, in Menschen, die ihm am Herzen liegen,
direkten Anschluss daran erlebe ich diesen großartigen Vater, der für alle meine Bedürfnisse sorgt. Wow, das ist Gebet. Dieses Geheimnis des Gebets, in dem wir zuerst auf Gott hören und seine Anliegen und seine Agenda und seine Schwerpunkte beten und in Bewegung bringen. Haben das die ersten Christen gelernt? Haben sie dieses Geheimnis Jesu übernommen? Wir können mal hineinschauen in die erste Kirchengeschichte, Apostelgeschichte 1, Vers 14, da heißt es, und die Jünger zogen sich zum Gebet zurück und warteten auf die Ausrüstung durch den Heiligen Geist 10 Tage lang. So, die hatten was verstanden. Die hatten gemerkt, so wie Jesus müssen wir es machen. Wir müssen die Zeit nehmen, um den Vater zu hören. Apostelgeschichte 6, da kommen die Leiter zusammen und es gibt ganz viele interne Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber die Leiter haben eins verstanden und sie sagen zur Kirche, Leute, unser Hauptanliegen ist, wir wollen das Wort Gottes angucken und wir wollen beten, damit wir den Willen Gottes entdecken und für die Kirche umsetzen können. Oder Apostelgeschichte 13, die Leiterschaft, sie beten, sie hören auf den Heiligen Geist und die ersten Missionare werden ausgesandt. Sie hatten das Geheimnis der Effektivität Jesu verstanden, nämlich Gottes Anweisung zuerst suchen. Gebet, das Geheimnis ist, hör auf die Stimme Gottes und tu, was er dir sagt. Und dann wirst du in allem, was du tust, seinen Segen und sein Wohlergehen und seine Erfolgsquote auf deinem Leben erleben. Sei gesegnet.